Hallo liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Minecraft. Ja, wie ihr sicherlich sehen könnt, habe ich ein neues Texturenpack und zwar mal richtig geil im Comic-Style. Oh, die hat einen wunden Arsch da. Wie ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt, habe ich mal Optifine mit reingehauen. Ich hoffe, den Unterschied merkt man, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch am Texturenpack oder so, aber ihr seht hier schon, richtig comichaltig auf jeden Fall gehalten. So ähnlich wie bei The Walking Dead. Und ich habe mir natürlich ein bisschen euer Feedback angehört. Ich habe von ein paar Leuten gesagt bekommen, was man verbessern könnte, was ich besser machen sollte. Und das mache ich nun auch. Ihr habt gesagt, Mann, Junge, red doch nicht so viel über Minecraft, sondern red mal was aus deinem Leben. Ja, dann werde ich das auch mal machen. Ich werde jetzt euch ein bisschen mal so erzählen, wie ich Minecraft mit manchen Sachen so ein bisschen verbinde und so. Und, Texturenpack habe ich ja schon geändert, weil einige Leute fanden das irgendwie voll langweilig. Und hast du nicht gesehen? Müssen wir mal eben angucken, wie die aussehen. Wir laufen mal eben schnell, es wird dunkel. Oh, hallo! Sieht schon witzig aus. Oha, das ist natürlich geil. Also die Hunde sehen schon mal geil aus. Und es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, also man sieht schon auf jeden Fall, dass es sehr comic-lastig ist. Jetzt nicht so wie Swank, Speedy, Croft, obwohl das war eigentlich auch schon ganz cool. So, schön geschlafen. Ich habe diese Nacht übrigens voll schlecht geschlafen, aber ich habe diese Nacht von Gronkh geträumt. Ich weiß gar nicht, ob es euch interessiert, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich genau geträumt habe. Auf jeden Fall war da irgendwie, waren wir in so einem Schloss oder so und ich bin ihm hinterhergelaufen und irgendwie habe ich ihn immer verpasst und ich wollte ihm immer irgendwie was sagen und dann war da so eine Menschenmenge und ach, das war alles vollkommen hoch. Hallo, wie geht's dir denn? Opfer. Puh, was für ein Opfer. Das sieht auch sehr geil aus. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir dran waren. Ich weiß zumindest, dass wir mit dem Lagerhaus hier fertig waren. Das sieht natürlich auch geil aus. Geil. Also übertrieben haben sie auf jeden Fall nicht. Haben wir noch Fackeln haben wir noch. Läuft. Nehmen wir uns mal eben hier die Fackeln. Wenn wir ja alles beleuchtet haben. Nein, hier die Truhe. Ich würde alles mit Fackeln voll haben. Das weiß ich gar nicht, hatten wir hier auch was. Aber wir kloppen hier einfach mal was hin. Ja, und da geht's aufs Dach. Mit dem Lagerhaus waren wir ja soweit fertig. Jetzt müssten wir überlegen, was wir jetzt machen. Wir wollten eigentlich mal nach Diamanten suchen, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf so eine Höhentour oder so. Deshalb werde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt mal. Was könnte man denn machen? Eisenspitzhacke. Sollen wir erstmal, dass wir hier eine Diamantaxt haben wir hier. Und dann schauen wir erstmal, dass wir hier die Bäume gefällt kriegen. Und dann hoffentlich fällt mir in der Zeit irgendwie was ein, was man bauen könnte. Wenn dann mal hier die Äste runtergehen würden. Bisschen Birkenholz. Ich bin übrigens gegen Birke und Buche allergisch, ne? Also wenn ich dann plötzlich anfange zu niesen hier in Minecraft, dann wisst ihr, dass die Pollen von den Bäumen fliegen. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwie gekommen ist. Irgendwie war ich so als Kind, habe ich auf dem Feld gespielt und da musste ich immer niesen und ich habe mich gefragt, warum nies ich immer so und so. Bin dann zu meiner Mama gegangen und die hat dann gesagt, so, vielleicht hast du Heuschnupfen. Ja, und das war echt in meiner Kindheit, war das verdammt mäßig, hammer, emotional und kritisch schlimm. Denn ich hatte immer Atemnot bekommen und musste immer dieses Asthma, ihr kennt ja so Asthma-Sprays, die musste ich dann immer nehmen, weil ich nach Zeit keine Luft bekommen habe, weil die Nase komplett zu war und irgendwie, ach, war schon echt eine witzige Story. Jetzt muss ich mal eben hier, habe ich dann keine Hose an, ich will doch hier nicht mit Boxershorts rumlaufen. Na, komm, hopp. Auf jeden Fall habe ich dann vom Arzt so Asthma-Spray bekommen und dann war ich mit meinen Eltern jahrelang, waren wir an der Nordsee und irgendwie durch diese Nordseeluft wurde ich kuriert
und ich bin jetzt halt nicht mehr so extrem anfällig dafür. Ich merke das zwar schon noch, dass meine Nase so im Sommer zu ist, beziehungsweise im Frühling, wenn die Pollen halt fliegen, weil wir haben eine Buche direkt bei uns im Garten, leider. Aber es ist auszuhalten. Und ja, dann kamen noch Katzenhaare mit dazu, also Katzen ist ganz schlimm bei mir. Das ist halt immer so, macht ja Spaß, wenn man hier Bäume fällt und dann dabei ein bisschen so, dann können wir auch mal hier eben schnell fällen. So. Noch mehr Birke. Ja, Birke ist schön. So, schwuppdiwupp. Da hatten wir ja schon alles abgesäbelt. Nehmen wir uns den Baum noch vor. Ey, komm, ich habe hier zu kurze Arme. Ich bin wieder zu klein. Das ist immer ein Vorteil. Ich hätte beim Hobbit mitspielen können. Ich bin einfach zu klein. So, und ich bin auch mal, wie ihr gesehen habt, gestorben. Wir hatten noch 34 EP, jetzt haben wir nur noch 7. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Aber ich denke, dass wir jetzt mal einen Verzauberungstisch machen. Ich weiß halt jetzt nur nicht, wie das mit dem Verzauberungstisch gemacht wird. Ich schau mal eben, kleinen Moment. Das müsste jetzt ratzfatz gehen, das könnt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht sehen, hoffe ich doch zumindest. Und dann sollten wir gleich wissen, wie man einen Verzauberungstisch macht. Verzauberungstisch in Minecraft. Da haben wir noch einen schönen Zaubertisch. Jetzt ratzfatz, ihr seht jetzt mein Menü. Und dann läuft der Hase und dann sollte das auch alles gehen. Haben wir denn hier? Aha, Obsidian brauchen wir, Diamanten und ein Buch. Okay. Sollte klappen. So, mal eben hier schließen und weiter geht's. Obsidian haben wir ja eigentlich. Buch haben wir auch. Haben wir denn noch Diamanten? Müssen wir vielleicht uns doch echt Diamanten holen. Wäre natürlich ein bisschen fies. Ach komm, wir essen erstmal Gehirne. Huch. Wir essen erstmal Gehirne von Freddy. Ah, ist schmackhaft. Gehirn zum Abendessen. Hoi. Mama, ich habe heute Gehirn gegessen. Guter Junge, wirst du zum Kannibalen? Ja, haben wir noch 2 Diamanten? Diamanten? Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Shit, Kack, jetzt kriegen wir den Smaragd nicht. Ach Mist, aber so eine Diamantrüstung können wir nicht einschmelzen, oder? Kann man Diamantrüstungen einschmelzen? Könnt's ja mal versuchen. Oh, müssen wir doch erst in den Tunnel? Müssen wir doch runter. Natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Na gut, dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Hallo Hundi! Habe ich noch Fleisch? Nee. Aber Glowstone habe ich. Den können wir, jetzt haben wir den hier noch drin. Ach du meine Güte. Wie hier noch alles. Da ist noch Obsidian. Also daran soll es nicht scheitern, aber wir brauchen Diamanten. Jetzt tun wir mal eben hier das Holz hier rein. So, Netherstein kann man auch mal reintun. Ofenkartoffeln nehmen wir mal mit, denn wir brauchen noch was zu essen. Pfeil und Bogen. Den Bogen nehmen wir mal mit. Das Goldschwert. Sollen wir das Diamantschwert mitnehmen? Ich weiß ja nicht. Nicht, dass wir sterben und dann sind wir irgendwie voll im Arsch oder so. So, Pflastersteine nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Birkensetzlinge können wir mal hier lassen. Glowstone lassen wir auch hier. Hier ist nochmal Holz. Kohle. Kohle. Kohle hier, Kohle da, Kohle. Wir sollten auf jeden Fall genügend Eisenspitzhacken mitnehmen und auch Diamantspitzhacken. Schaufeln so oder so. Und
ein bisschen Holz sollten wir auch mitnehmen. Dann nehmen wir mal das hier mit. Und die Wolle, die tun wir dann mal hier ein bisschen... Ach, Mist. Das passt ja alles nicht. Haben wir denn noch eine Truhe? Truhen können wir auch mal zwei mitnehmen. Leitern so oder so. Bleib mal schauen. Stöcke nehmen wir auch mal mit. Glowstone, die Wolle kommt dann da rein. Und... Kohle. Ja, Kohle ist immer gut. Was haben wir denn hier noch? Feuerzeug, Glowstone, Birkenholz, Pfeile, Goldschwert, Diamantaxt brauchen wir da unten, glaube ich, nicht. Eichenholz kriegen wir auch nicht mehr da rein. Er wird schon wieder dunkel. Ist wahrscheinlich alles voll. Ach, hier ist noch ein bisschen Platz. Dann würde ich mal sagen, tun wir hier nochmal das rein. Und dann sollten wir uns auch mal langsam auf den Weg machen. Ich packe mir aber lieber noch ein paar Pfeile mit ein, denn ich habe keinen Bock wirklich... Und wir brauchen auch noch Fackeln. Ganz wichtig, Fackeln. Ich will schon wieder spinnen. So, wo hatten wir die denn? Haushaltswaren. Fackeln haben wir da. 53. Das ist jetzt zwar nicht viel. Kramskiste. Achso. Was brauchen wir noch? Pfeile. Haben wir hier. Da. Pfeile? Was? Keine Pfeile! Cool. Holzbretter, Holzstämme. Holzzubehör. So. Crafting Table müssen wir dann. Werkbank da. Nehmen wir mal eine mit. Steinzubehör auch. Ein Ofen. Kein Ofen. Doch da. So, wir sind bestens gerüstet. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Alter. Ist die Sonne ein Würfel? Naja, auf jeden Fall sehr geiles Texturenpack, muss ich ehrlich sagen. Die Hühner sehen geil aus. Ach, ein Traum. So. Ja, dann warten wir mal. Och, wir können ja eigentlich jetzt schon schlafen gehen eben. Ich glaube, Freddy kommt uns ja nicht nachts besuchen. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach Diamanten. Wir brauchen doch noch ein bisschen Werkzeuge. Wir sollten gleich noch Eisen mitnehmen. Ah, 4 Uhr morgens. Was? Immer noch? Ach. Mann, ich habe da so kurz geschlafen. Mann, ich brauche noch Schlaf. Ich werde noch alt und versteinert. Also wir nehmen ein bisschen Eisen mal mit. Sollen wir alle Eisenbarren mitnehmen? Ich weiß nicht. Wir nehmen mal mit 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, die nehmen wir mal mit. Für Diamanten reichen ja auch, glaube ich, Eisenspitzhacken. Und dann sollte das klappen. Also, huch! Ich finde das Texturpack einfach nur so geil. So, Essen haben wir noch. Und dann würde ich mal sagen, begeben wir uns mal in die böse Höhle. Die ganz böse Höhle. In der Hoffnung, doch noch Diamanten zu finden. Hallo? Wo war die denn nochmal? Jetzt blind? War die nicht irgendwo hier? Ach, hier war sie. Och. Blub, 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 blub. Hui. So, dann gehen wir mal da rein. Da war irgendwo noch ein Spinnenspawner, wo wir noch nicht geguckt hatten. Ich bereite mich auf alles vor. Hallo? Stimmt, hier war ja... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß ja auch gar nicht mal, wo wir lang gegangen sind.
welcher Höhe sind wir denn? Wir haben ja keine Minimap mehr, das heißt, wir müssen jetzt immer gucken, auf welcher Höhe wir sind. Von den Blöcken her. 32. Also müssen wir echt noch in die Tiefe. Echt ein bisschen Schiss. Ich hoffe, wir kommen später wieder hoch. Aua. Ach! Alter. Schreckt mich doch nicht so. Huch. Nein. Ach, Mist. Kommt man. Oh nein! Nein! Ha! Bleib unten. Bleib unten! Geh weg! Creeper! Wo ist er denn? Huch, nimm das! Ja, genau. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hallo! Kuckuck! Da geht's ja noch weiter runter. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne?